Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie versprochen, das Q&A jetzt. Ich habe auf Instagram geschrieben, ihr könnt mir eure Fragen stellen und ich werde die dann beantworten. Es sind ziemlich viele blöde Fragen reingekommen, ein paar davon nehme ich jetzt mit rein. Ich werde es jetzt komplett spontan machen, one take, einfach zack und fertig, weil wenig Zeit im Moment, echt Trouble. Okay, legen wir los. Erste Frage, Vince Troll oder Trenbolon? Naja, ich würde erstmal sagen, die Gesundheit geht vor und für die Gesundheit sind jetzt beide Teile nicht so super optimal. Deswegen würde ich erstmal gar nichts von beiden nehmen. Wenn ich dafür eins nehmen müsste, dann Trenbolon, aber das würde ich euch nicht erklären, warum. Frage Nummer 2. Wie kann man so hübsch sein wie du? Ja, das ist eine von den Fragen, die eher weniger ernst gemeint sind. Ich sage euch nur eins, Breakletics macht's. Nächste Frage, Motivationsloch. Was soll ich machen? Motivation nicht nur zum Training, sondern auf alles bezogen. Motivation ist im Endeffekt eigentlich ein langes, langes Thema. Ganz wichtig, was ich finde, was man wissen muss, ist, dass die Motivation erst mit dem Erfolg kommt. Das heißt, viele denken, okay, ich muss erstmal Motivation haben, um dann loszulegen. Und die warten und warten und warten auf die Motivation, aber die Motivation wird niemals kommen. Genauso wie der richtige Tag zum Anfang niemals kommen wird. So viele, auch Freunde von mir, die warten immer, sie sagen, sie brauchen das und jenes, um zu starten. Ey, starte einfach mit dem, was du hast und fang an. Die Motivation kommt dann mit dem Erfolg erst. Erstmal dafür müsst ihr anfangen. Ich kenne das auch, wenn man ein Motivationsloch hat. Ich finde es dann besonders wichtig, die kleinen richtigen Schritte zu tun. Das heißt, mach die kleinen Sachen schon mal. Erledige, wenn du eine Idee hast, schreib es zumindest auf. Fang irgendwas an. Tu in den nächsten Sekunden irgendwas, um diese Idee zu verfolgen. Wenn du keinen Bock auf Training hast, dann geh einfach zum Training und fang an. Ihr werdet mit Sicherheit das kennen. Es ist immer erst, wenn man auf etwas überhaupt gar keinen Bock hat, ist es extrem schwer, dahin zu gehen. Der Weg, erstmal das zu machen, der Gedanke vorher, bevor man diese Dinge tut, ist meistens viel, viel schlimmer, als wenn man dann erst in der Situation ist. Das heißt, denkt nicht lange drüber nach, um es zu machen, sondern macht es einfach so. Geht einfach hin. Wir werden merken, wenn ihr dann zum Beispiel beim Training erstmal seid und angefangen habt, dann läuft es auch. Der Moment davor, wo man sich quält, ey, ich will nicht zum Training und so weiter, der ist viel, viel schlimmer. Nächste Frage. Wie bist du auf Daniel Dyer gekommen? Ja, das ist eigentlich eine etwas längere Geschichte. Es fing an, meine ich, mit meinem Opa. Er hat mich damals so genannt. Und dann damals in der Ausbildung, so rum 2011, um den Dreh, 2011, 2012, ging das irgendwie so los. Eine Freundin von mir hat mich dann immer Daya genannt. Und zack, irgendwann haben mich alle meine Freunde Daya genannt. Und dann habe ich das einfach so übernommen. Und es war jetzt auch schon des Öfteren, dass viele Leute gedacht haben, es ist einfach wirklich mein zweiter Name, also mein zweiter Vorname. Beispielsweise, wenn ich ein Paket von Adidas bekomme, steht da Daniel Dyer drauf. Als ich die Cam hier gekauft habe, stand auf dem Paket Daniel Dyer drauf. So crazy. Ja, und irgendwie ist der Name geblieben und keine Ahnung, es hat sich so eingebürgert. Und einige meiner alten Freunde aus dieser Zeit, die nennen mich auch immer noch so, aber die meisten jetzt aktuell eigentlich nicht mehr. Wenn, dann sagen die Daniel Dyer oder nur Dyer oder nur Daniel. Okay, nächste Frage. Wann kommt der nächste Nico-Porn? Ja, wenn ihr nicht wisst, was Nico-Porn ist, schaut mal in den alten Videos vorbei. Ich weiß es nicht genau. Man sieht den Nico aktuell selten. Ja, Nico, wenn du das siehst, melde dich mal. Lass mal was starten. Lass mal Nico-Porn drehen. Und zwar den heftigsten aller Zeiten. Ich hoffe bald wieder. Ich werde auch hoffentlich bald wieder mehr Zeit haben zu vloggen. Ja, hoffentlich bald. So, wie wichtig ist die Erholung und Regenerationsphasen nach dem Workout? Wie ermittle ich die optimale Regenerationszeit für optimalen Muskelaufbau? Hoffe, dass du auch solche Fragen beantwortest. Ja, natürlich. Wie wichtig ist Erholung und Regeneration? Erholung und Regeneration ist genauso wichtig wie das Training. Der Muskel wächst nur in der Regeneration und nur in der Erholungsphase. Heißt, habt ihr keine Erholung, habt ihr kein Muskelwachstum. Das heißt, ihr seid vollkommen im Übertraining und es wird euch auf keinen Fall gut tun. Wie man die optimale Regenerationszeit ermittelt, ist schwer, weil ihr müsstet dann eigentlich wissen, ob die Muskelfasern schon verheilt sind, wie viel Laktat ihr bildet, bla bla bla. Vielleicht kann ein Arzt das, ich selber kann das nicht ermitteln.
Was ich immer so mache, ich reize den Muskel nach 48 Stunden spätestens das nächste Mal. So mache ich persönlich das. Ihr könnt ja mal ausprobieren, ob das für dich auch so passt. Bin der Meinung, alle 48 Stunden kann man Muskel schon mal reizen, wenn ihr den nicht vollkommen zerlegt habt. Man kann auch mal länger Muskelkater haben. Trainiert nicht auf Muskelkater drauf, das macht keinen Sinn. Lasst den Muskel die Zeit zu erholen, damit der auch wachsen kann. Warum hast du mit Fitness angefangen? Dazu gibt es ein Video, Leute, warum ich mit Fitness angefangen habe. Ist schon auf diesem Channel. Lange Geschichte. Mir fällt gerade ein, das war die nach den 2 Jahren Pause, der Einstieg, habe ich wieder mit Fitness angefangen. Ganz, ganz früher habe ich eigentlich mit Fitness angefangen, weil meine Freundin damals einfach breiter war als ich. So, ich war einfach skinny Boy. Ich war nur Tänzer, war einfach dünn. Und meiner Freundin hat damals M oder L gepasst und mir halt nur XS oder S so in Klamotten. Und das kann ich nicht mehr auf mir sitzen lassen. Und dann habe ich angefangen zu trainieren und bin auch erstmal richtig fett geworden. Ich habe einfach dreiviertel Jahr 8000 Kalorien am Tag gegessen. Und das nicht sauber. Das heißt, ich bin einfach wirklich fett gewesen. Ich habe natürlich auch gut aufgebaut. Habe damals mit knapp 76 Kilo gestartet. Ich war extrem dünn. Bin dann hoch auf 92, wie gesagt, mit viel Fett. Und danach runter auf 82. Jetzt aktuell wiege ich 80 wegen der Verletzung, weil ich mit Sicherheit Muskulatur abgebaut habe. Aber ja, das war so der Grund, warum ich mit Fitness angefangen habe. Es kamen noch viele andere Fragen, aber die fand ich hart unsinnig zu beantworten. Wenn da so die mit dem Winstrol und Trenbolon war schon ein bisschen grenzwertig. Beim nächsten Q&A werde ich sowas einfach rauslassen, sondern so Fragen mit dem Motivationsloch, so Fragen mit der Erholung. Wie bist du auf deinen Namen gekommen? So persönliche Sachen, das finde ich cool. Frag gerne sowas. In meinen Highlight-Stories auf Instagram ist es auch dauerhaft online jetzt mit dem Q&A. Ansonsten stellt Fragen in jedem meiner YouTube-Videos. Ihr könnt einfach in die Kommentare ballern und in die Kommentare ballern und da die Kommentare voll spammen. Ja, das war's. Ich hoffe, das Video war nicht zu lang. Ich habe versucht, mich möglichst kurz zu fassen. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Macht's gut. Ciao.